Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Uhlenberg. Also, man muss jetzt ja trennen zwischen guten Wünschen zum Abschied und dem Antrag, der vorliegt, und auch Ihrer Rede, die Sie gehalten haben. Ich würde mich jetzt erstmal gerne auf den Antrag beziehen und auf den Tagesordnungspunkt, zu dem wir heute reden. Bei allem Appell, dass Denkmalförderpolitik wichtig ist und richtig ist, hätten wir es schon begrüßt, wenn Sie sich in dem Antrag dann auch an der Wahrheit orientiert hätten. Bei der Frage der Mittelheraufsetzung zu Ihrer Regierungszeit, beziehungsweise wie hoch die Mittel in der rot-grünen Regierungszeit bis 2005 sind, habe ich noch mal nachschlagen lassen, und es waren nicht 3,7 Millionen Euro 2005, sondern 13,8 Millionen Euro, die für Denkmalschutz und Förderung ausgegeben worden sind. Die sind zunächst gekürzt worden in Ihrem ersten Regierungsjahr als CDU-Landesregierung und sind danach, das ist richtig, deutlich raufgesetzt worden. Wir haben in diesem Bereich als Landesregierung Kürzungen vorgenommen. Ich glaube, man muss selbstkritisch im Rückblick sagen, wenn man sich den großen Haushalt anguckt und die verschiedenen wichtigen Etatposten, dann waren das jetzt nicht die großen Summen, die da eingespart worden sind. Deswegen ist ja auch der Etatposten seit 2014 wieder raufgesetzt worden. Bis 2017 sind ja wieder insgesamt 10,4 Millionen Euro für Maßnahmen der Denkmalpflege in den Etat eingestellt worden. Und es gehört auch zu einer selbstkritischen Einschätzung, dass in dieser Legislatur keine Evaluation des Denkmalschutzgesetzes vorgelegt worden ist. Das steht an. Das muss man sich für die nächste Legislatur entsprechend vornehmen. Und ich teile auch das, was der Kollege Jochen Ott eben gesagt hat, dass es gerade die kleinen, nicht rentierlichen Projekte sind, die eine Unterstützung brauchen. Ich weiß es auch aus familiärem Hintergrund, weil mein Vater da auch aktiv ist. Es sind wirklich die kleinen Projekte, da haben Sie auch sicherlich recht, Herr Kollege Uhlenberg, bei denen es dann sozusagen der Schritt zu einem Förderdarlehen bei der NRW-Bank ein schwieriger ist, weil der auch was mit Bauchgefühlen zu tun hat, mit der Frage von einer Verschuldung beziehungsweise sozusagen auf 10 Jahre ein Darlehen aufzunehmen, da tun sich Leute mit schwer. Deswegen muss die künftige Landesregierung in diesem Bereich eine Schippe drauflegen, dass die kleinen, nicht rentierlichen Projekte stärker gefördert werden. Bei den großen Projekten ist es sicherlich so, dass das Förderprogramm der NRW-Bank greift und ja auch intensiv in Anspruch genommen wird. Also 26 Millionen Euro in 2015, 22 Millionen Euro in 2016, das sind ja ordentliche Summen, die hier entsprechend bei den Darlehensprogrammen der NRW-Bank auch genutzt worden sind. So, also ich meine, der CDU-Antrag greift ein wichtiges Thema auf, ist aber, also wo ich persönlich zustimmen könnte, wäre im Punkt 1, den Sie fordern, aber in den Punkten 2 und 3 und auch in vielen, was an Lyrik in dem Antrag drin ist, ist er einfach sehr schwarz-weiß gedacht. Es ist eine pauschale Kritik, die so im Detail nicht zutreffend ist. Wir verstehen das aber als Hinweis und als Nachdruck sozusagen in diesem Bereich auch nachzulegen. Ich meine, dass die Evaluation in diesem Bereich, im Bereich der Denkmalförderung vorangetrieben werden muss. Und der Auftrag muss sein, gerade für die kleinen Projekte eine sichere Finanzierung für die nächsten Jahre auch herzustellen. Das würden wir aus diesem Antrag rausziehen, werden ihn trotzdem ablehnen. Er ist ja auch zur direkten Abstimmung vorgeschlagen worden. Sie haben damit einen Aufschlag gemacht, der uns ein bisschen was sozusagen aufgibt. Das ist, glaube ich, auch der Impuls ist durchaus richtig. Und er hat uns ja in der Debatte hier, obwohl, wenn heute jetzt gar nicht so viele Kollegen hier sitzen, durchaus Punkte beschert mit dem, was Sie vorgetragen haben, Herr Kollege Ellerbrock. Die Buttercroissants im Rückblick, die Sie genossen haben mit Herrn Uhlenberg, das sind Sachen, die wir sonst nie erfahren hätten. Da sind wir sehr dankbar, dass wir das hier miteinander jetzt auch teilen konnten. Und auch andere Dinge, wo es wirklich gemenschelt hat, die entsprechende Verspätung und was Herr Benecke dann auch zu beigetragen hat, der ja heute am Jülich-Institut wirkt. Wir hätten es nie erfahren, von daher insofern an diesem Punkt Dank. Ihnen für die Zukunft, Herr Uhlenberg, alles Gute. Sie haben ja auch noch in einem heutigen Denkmal Ihre politische Arbeit begonnen im Alten Landtag. Das ist ja eine Erfahrung, die wir ja alle nicht miteinander teilen können. Da sind Sie einer der ganz wenigen. Für Ihre Gesundheit und Arbeit etc. und Ihr Engagement auf jeden Fall für die nächsten Jahre alles Gute. Danke für die Aufmerksamkeit.